Dann fangen wir an. Herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Es geht um ContentServe Product Life Experience mit ContentServe. ContentServe ist die Firma, von der ich bin. Kennt mich jemand hier? Ja. Gut, also dann fange ich trotzdem mal kurz mit einer Vorstellung an. Mein Name ist Alexander Wörl, wie gesagt, ich bin einer der Mitgründer von ContentServe. ContentServe ist das PIM-System und DAM-System, um das ich hier unter anderem natürlich auch vorstelle, ein bisschen Werbung in eigener Sache. Und diese Firma ContentServe, die gibt es schon seit über 20 Jahren. Und ich habe da mal, vielleicht fangen wir das mal so an, in Revue passieren lassen bei der Eigenvorstellung, was ist eigentlich in diesen 20 Jahren passiert. Das ist ja hier Originalzitat von Horst Huber, habe ich gerade eben live noch abgeholt und mir hier genehmigen lassen. Druck ist tot, es lebe der Druck. Wer kennt den Spruch nicht vom Horst? Das ist jetzt aus heutiger Sicht. Ich komme aber aus einer anderen Zeit, müssen Sie sich vorstellen, nämlich aus dieser Zeit hier, 1998. Das Internet ist tot. Ich meine, das ist doch mal eine These. Der junge Mann, den Sie hier sehen, der heute über 70 ist, ist der Ted Kastner, Eduard Kastner. Und der hat ein Druckhaus übernommen von 1890, glaube ich, war das. Also natürlich kamen ein paar Generationen dazwischen und dann hat er das dann übernommen. Und das war so der damalige Zeitgeist von diesem Druckhaus. Ich kann mich noch genau an diesen Satz erinnern. Wir standen damals bei ihm in der Küche in Wollenzach, da wo wir herkommen, zusammen mit der Patricia Kastner, der Sissi, wer kennt die noch? Ja, genau. Und ich sah damals so aus, ein paar Jahre später, da war ich dann schon älter, aber damals war ich ja noch jünger, ja, und habe mir das so angehört. Wir kamen ja aus einer Zeit, wo, ich glaube damals Windows 95 und dann gab es irgendwie dieses Multimedia-Ding und dann kam irgendwann das Internet und der Ted Kastner eben hat gemeint, das ist nur ein vorübergehender Hype und der sei jetzt nicht so wichtig. Ja? Druckhaus. Und dann kamen wir, die junge Generation, die Patricia Kastner und ich, und haben uns gedacht, wir machen jetzt mal was mit dem Internet. Und so ist damals ContentServe entstanden. Gut. Kurze Einführung, das ist jetzt heute, ein paar Jahre später mit den Kindern, das sind, wenn es durchzählt, 6 plus ein Hund, wobei der Hund doppelt so viel Arbeit macht wie das Baby, wahrscheinlich dreimal so viel. Aber es soll auch nicht um mich gehen. Witzigerweise, vielleicht hatte der Ted Kastner damals doch nicht so Unrecht, hatten wir auch einen weltweiten Ausfall von Facebook, WhatsApp und Instagram alle zusammen, hat ja jeder mitbekommen. Also vielleicht hat das der Ted Kastner damals vorausgeahnt, was da passieren würde. Kommen wir zu meinem eigentlichen Vortrag. Es geht im Prinzip um die Verbindung von modernen Marketingstrategien. Wie wird heute Marketing gemacht? Also wie wird heute Marketing betrieben? Wir haben auch in der Regel, gerade wenn es um Produktmarketing geht, in der Mitte Produkte und ganz eng mit den Produkten, das sollen die Produkte sein, ganz eng mit den Produkten verbunden sind natürlich Bilder und Mediendateien, Videos etc. Und die werden für Marketingzwecke eingesetzt. Da geht es natürlich heutzutage hauptsächlich noch um Website, E-Commerce, Point of Sales, also alles, was irgendwie digital passiert. Und auf der anderen Seite, deswegen sind wir auch alle hier, oder viele von uns zumindest, gibt es auch noch das Thema Print oder Publishing, nennen wir es einfach mal Publishing. Es muss ja nicht das gedruckte Dokument sein, es kann auch das PDF sein, das irgendwo heruntergeladen wird. Und ich stelle Ihnen jetzt heute mal vor, wie mit ContentServe, das war dieses PIM-System, für das ich arbeite, wie mit ContentServe heutzutage gedruckte Dokumente oder PDF-Dokumente hergestellt werden können. Und die unterteilen sich in die drei Bereiche, die wir so typischerweise im Markt immer wieder finden. Das sind die Designed Documents, nenne ich das. Das ist also etwas, was so mit Akzidenzsatz und Liebe hergestellt wird. Das ist in der Regel natürlich InDesign.
Das andere sind Automated Documents, also sowas nicht nur wie ein Kontoauszug, sondern alles, was irgendwie so halbwegs automatisiert zustande kommen kann. Und die dritte große Welt sind eigentlich die Office Documents, also Microsoft Word, PowerPoint, Excel, die Tools, mit denen wir heutzutage arbeiten. Wenn wir uns die Design Documents Welt anschauen, wer von Ihnen hat schon mal mit InDesign gearbeitet? Ah, fantastisch. Ja, Sie kennen sich aus. Wer hat schon mal mit Komet Plugins in InDesign gearbeitet? Gut. Also, wir wissen, worum es geht. Das sind die Dokumente, die heutzutage in InDesign gemacht werden oder auch in Adobe Illustrator, wie es ja jetzt auch von Werk 2 Plugins gibt. Und ja, wie kommen wir da ran? Die werden ja in der Regel manuell irgendwie mit Liebe gemacht. Wir haben die bei ContentServe integriert, schon seit über 10 Jahren, über die Werk 2 Print Komet Plugins. Auch eine ganz witzige Geschichte. Damals war der Horst und ich bei der Tour, hieß der Kunde, glaube ich, im Hotel gesessen und haben gesagt, wir müssten doch mal da irgendwas machen. Habt ihr da nicht eine Schnittstelle? Und dann so kam das dann zustande und wir haben relativ dynamisch und spontan dann auch damals die Komet-Plugins integriert, direkt in ContentServe. Das heißt, der Publishing Hub, den wir heute auch antreffen und auch anbinden können von ContentServe aus, kam ja viele, viele Jahre später. Die Plugins von direkt im InDesign Client und später auch im InDesign Server haben wir damals integriert. Ja, das zeige ich jetzt alles mal live in diesem ersten Bereich. Wir schauen uns jetzt mal InDesign und Komet an, wie das mit ContentServe zusammenspielt, wie wir mit dem Publishing Hub zusammenarbeiten und neuerdings dazugekommen, auch sehr interessant, die Creative Cloud von Adobe. Da gibt es diese Libraries und da haben wir auch eine nette Integration. So, vielleicht schauen wir uns erstmal ContentServe an. So schaut ContentServe aus. Und wie das so ist bei ContentServe oder überhaupt bei PIM-Systemen, man hat da irgendwelche Produkte. Hier, wenn ich mal in unserem Showcase auf die Fahrräder gehe, da sieht man hier irgendwelche Produkte. Jedes von diesen Produkten ist übrigens ein Kunde von uns, Specialized. Ich mache keine Werbung für uns. Nur manchmal, so sieht so ein PIM-System aus und dann hat man da Bilder auf der einen Seite und man hat Attribute, wie hier diesen Teaser oder Texte oder auf der anderen Seite. So, das ist die PIM-Welt von ContentServe. Die Bilder übrigens befinden sich hier irgendwo in einem sogenannten DAM-System. Sie haben ja sicher viel Theorie jetzt gehört, auch über DAM-Systeme. So schaut sowas dann in der Praxis vielleicht aus. Das heißt, man hat irgendwelche Bilder und die sollen auch in diese Dokumente hinein. Bei ContentServe gibt es jetzt zwei Wege, um in diese InDesign-Welt hinüberzugehen. Die eine ist, direkt aus dem Komet-Plugin sich mit ContentServe zu verbinden. Das heißt, man ist hier, das ist InDesign, kennen Sie alle, und verbindet sich jetzt direkt mit dem ContentServe-Webserver. Das ist übrigens die URL, die hier bis zu dem Admin geht und hängt hinten Komet dran. Benutzername, Passwort, vielleicht noch die Sprache und das Projekt. Und jetzt verbindet sich dieses Komet-Plugin mit der ContentServe-Welt und zwar mit solchen Komet-Shares. Wenn ich hier mal in die Systemeinstellungen reingehe, gibt es hier bei Connectors and Modules einen Bereich, der heißt Komet-Connector und da gibt es dann wiederum diese Shares und bei den Shares kann man jetzt einstellen, was soll so ein InDesign-Arbeitsplatz eigentlich von der ContentServe-Welt sehen, wenn der sich da anmeldet. Da lege ich zum Beispiel einen an, den nenne ich Demo. Ich nenne mal Demo 2021. Da sieht man ganz konkret, was das bedeutet. Ich gehe hier vielleicht mal in den Product-Pool rein von Werk 2 und Sie sehen, Demo 2021 ist es also hier eine Live-Verbindung. Und dann kann ich in so einen Share Dinge hineingeben, zum Beispiel Produkte, aber auch andere Datentöpfe oder Entitäten anzapfen. Produkte ist natürlich das, was man am meisten macht. Ich könnte den Userkreis hier einschränken. Ich könnte auch die Daten einschränken. Ich habe hier mal die Bereiche Fahrräder, Komponenten und Sonstiges mit reingebracht.
Ja, und wenn ich jetzt hier mal auf den Pfeil gehe, dann sehen Sie, genau diese Struktur taucht jetzt live auf. Und ich kann hier, wenn ich will, bis auf die Attributebene einer SKU hinuntergehen und die mir auf ein Dokument ziehen. Dokument, da sind wir beim zweiten Teil, das ist ja bei ContentServe die Publication-Palette, bei Werk 2. Und da kann ich auch auf solche Shares zugreifen und diese InDesign-Dokumente, wie diese Sample-IND, befinden sich bei uns im MAM, können hier ausgebucht werden, verändert werden und wieder eingebucht werden. So, jetzt habe ich mal ein leeres Dokument und Sie kennen ja alle Werk 2. Ich könnte jetzt zum Beispiel hier einzelne Attribute draufziehen. Nehmen wir doch mal, was haben wir denn da, Beschreibung, Description, ja, hier so draufziehen. Dann habe ich ein einzelnes Attribut hier draufgebracht oder vielleicht das Bild dazu. Oder auch mal eine Tabelle. Tabellen ist nochmal ein komplexeres Thema bei Werk 2. Das haben wir bei ContentServe mit einem eigenen sogenannten Flex Table Configurator versehen. Das heißt, ich kann gerade, wenn es um Tabellen geht, bei den Produkten hier, ich glaube, sagen wir bei Relations Flex Tables, kann ich so eine Tabelle definieren und kann die hier auch konfigurieren. Das sieht dann so aus bei ContentServe, dass ich jetzt hier rechts diese Tabelle habe, links meine Datenquelle, zum Beispiel die Spalten oder die Zeilen und so weiter. Und dann kann ich mir hier wunderbar so eine Tabelle einfach draufziehen. Okay, das Ganze kann man jetzt zu einem Template verbinden und das kann ich dann im Ganzen draufziehen. Das heißt, ich habe jetzt nicht nur ein einzelnes Attribut, sondern irgendwie so eine Text-Bild-Kombination. Das wiederum kann ich dann auch in Gruppe selektieren, wie zum Beispiel vier Fahrräder. Hier über die Seitenaufbaufunktion mir ein Seitentemplate noch dazu auswählen und dann die selektierten Produkte mit dem Default-Template ausspielen. Jetzt geht er. Gut. Machen wir das mal. Das Schöne ist an diesem Ansatz, dass die Daten wirklich live aus dem PIM rauskommen. Wer hat schon mal in der Werk 2 Workbench gearbeitet? Ja, da setzt nämlich dann schon aus mit der Verbreitung. Ich muss ja irgendwo diese Platzhalterpalette da auch aussteuern und da muss ich ja irgendwie auch vielleicht SQL-Statements gegen eine Datenquelle schreiben oder irgendwelche C-Skripts. Das ist bei ContentServe ganz einfach gemacht. Sie kennen ja die Placeholder-Palette und in der Placeholder-Palette haben wir jetzt automatisch, so wie im Share einfach eingestellt, konfigurativ, alle Attribute, die selektiert wurden, hier mit einem Placeholder belegt. Das heißt, Sie können sofort loslegen, können sofort Templates bauen. Es gibt eigentlich in solchen ContentServe-Print-Projekten keine Workbench. Die gibt es einfach nicht, die braucht man nicht. Und kann sofort solche Dokumente dann gestalten. Wenn man das dann mal ausgespielt hat, wie dieses Textfeld hier, behalten die dann auch die Verbindung. Genau, aber zurück zum Thema. Diese Placeholder, die kann man hier ja auch anzeigen und die verbinden die oder behalten die Verbindung zu den Daten. Wenn ich zum Beispiel zur Turbo Neo mal rübergehe, bei mir ins PIM-System ContentServe zurück, da wo der Text, den wir gerade sehen, ja herkommt und den verändere. Das ist jetzt die deutsche Version, das kann man natürlich hier auch umstellen, dann habe ich jetzt genau diesen Text hier und wenn ich da eine Änderung hätte, Klassiker sind ja die Preisänderungen kurz vor Druck, dann kann ich mir das hier auch anzeigen lassen, kriege hier also einen roten Haken und kann dann selber entscheiden, aktualisiere ich jetzt entweder auf der einen Seite zurück auf den Stand vom PIM oder habe ich vielleicht sogar eine Änderung, weil ich da irgendwas gemacht habe, die mir auch eine Abweichung gibt, aber die könnte ich hier sogar ins PIM zurückschreiben. Und dann wird es hier grün. Warum? Weil ich jetzt den Text aus dem InDesign zurück ins PIM geschrieben habe.
Ist natürlich ganz schlimm, ganz böse, das darf man nie tun. Ja, Sie lachen. Ja, aber genau das haben wir in einem Projekt tatsächlich gehabt. Weltbild, jeder kennt Weltbild noch, mit den Erotikbüchern. Scherz am Rande. Und die hatten genau, das ist ein großer Kunde gewesen, die hatten genau diesen Prozess. Die haben nämlich angefangen, die Produkte auszuspielen, und da hatten die eine Print-First-Strategie und haben dann in InDesign die Texter gehabt und haben die Texte auf Zeile in InDesign geschrieben. Und dann hatten sie den Text, der hat dann genau reingepasst, und wollten den natürlich dann nicht verlieren oder wegwerfen, sondern haben den dann zurücktransportiert ins PIM-System und sogar vom PIM-System in ihre MUP, so hieß, glaube ich, das ERP-System von denen, damit sie auch in der Hotline genau dieselben Texte und Informationen dann hatten, wie sie es auch im Druck hatten. Also es gibt diesen Prozess, aber höchst selten. Gut, das mal so eine Anbindung direkt von im InDesign-Client an den Kometen. Jetzt gibt es ja den Publishing Hub auch noch als Strategie. Publishing Hub, wer kennt den Publishing Hub? Wer hat damit schon mal ein Projekt gemacht? Okay, die Firma Laudert, der Herr Gießen, sehr gut. Und sonst noch nicht so viele. Also man sieht schon, der Publishing Hub ist auch kompliziert wahrscheinlich zu konfigurieren. Das können nur besonders hervorragende Integrationspartner auch vielleicht leisten, wie die Firma Laudert. Und trotzdem, das ist eine gute Strategie, weil wenn die Daten mal in diesem Publishing Hub sind, dann können Sie vielleicht auch andere Daten dazu mischen, vielleicht von einem ERP-System die Preise mit den Produkten und vielleicht von einem Nicht-Content-Surf-MAM die Bilddateien und können dann darauf zugreifen. Also zweite Frage, wie kommt man mit solchen Content-Surf-Daten eigentlich in den Publishing Hub? Und da gibt es einen Connector, den man hier einfach als sogenannten Active Job einrichten kann. Sucht einfach mal unter den ganzen Active Jobs nach Publishing Hub. Das sieht dann einfach so aus, dass man sich die Produkte entweder auswählt oder über so einen Suchfavoriten irgendeine Selektion bildet. Man kann sich hier die Sprachvarianten aussuchen, die Attribute aussuchen. Also man stellt sich so eine Publikation einfach zusammen und kann dann das hier abspielen lassen. Und raus kommt dann eine XML-Datei, die der Publishing Hub dann versteht. Das sind diese Buckets, die da ausgespielt werden. Sie sehen, da ist zum Beispiel so eine Flex-Tabelle dabei, diese Products versus Attributes. Das ist so eine Flex-Tabelle, die liefern wir dann auch brav aus als Tagged Text. Da kommt die Tabelle im Ganzen rüber und viele weitere Daten, die dann da drin sind. Die XML-Datei selber bringt einem noch nicht viel. Man will ja in den Publishing Hub rein. Deswegen kann man dann hier noch sagen, Send per Push Request to Publishing Hub. Da kann man dann Verbindungsdaten in den globalen Einstellungen hinterlegen. Und dann übergeben wir das als Post Request an den Publishing Hub. Und dann wird da drüben so ein Entity Relationship Modell befüllt. Und dann kann man dort weiterarbeiten. Die Platzhalter, die man dafür dann braucht, muss man sich halt dann von dem Publishing Hub Team machen lassen. Das wäre dann wieder die Firma Laudert wahrscheinlich, etc., die dann mit den Platzhaltern und den Bildlinks und so weiter dann auch arbeiten. Okay. Es gibt aus der Content-Surf-Historie heraus auch noch eine weitere Schiene, die wir bedient haben, zum Beispiel für den Kunden Weltbild. Das war der InDesign-Server. Da hatten wir ziemlich viel Zeit und Geld reingesteckt in eine eigene Publication Planner, in einen webbasierten InDesign-Editor, der mit den Komet-Server-Plugins zusammenarbeitete, wo man Produkte platzieren konnte, wo man die Platzhalter aktualisieren konnte und so weiter. Und dann kam es zu einem Treffen in Wollenzach mit dem Horst Huber. So kam dann die Abkündigung von dieser InDesign-Server-Strategie von ContentServe. Okay, um mit solchen Daten zu arbeiten, brauche ich ja auch die Bilder. Und das ist jetzt so ein bisschen natürlich ein spannender Punkt. Wie kriege ich diese Bilder jetzt durch
diese ganze Publishing-Welt getrieben. InDesign, wie Sie ja wissen, kann die Bilder nicht einbetten oder nur Previews, sondern braucht physische Links zu wirklichen Dateien. Und die Bilder sind, wenn Sie ein guter Content-Surf-Kunde sind, natürlich im Content-Surf-MAM. Das heißt, die befinden sich irgendwo in der Cloud oder auf einem, wie hier, Localhost. Wie kommen die jetzt darüber? Wenn man zum Beispiel in Vietnam seine Dokumente setzen lässt. Ich habe gehört, ihr macht das auch bei Laudert. Vietnam, Dokumente, Freisteller, irgendwie sowas. Dann braucht eigentlich der da drüben, der Vietnamese, das deutsche Bild. Ja? Und schauen wir uns mal an, wie sowas passieren kann. Ich gehe mal hier in so ein Content Surf Dashboard. Ich habe da mal ein paar Bilder vorbereitet. Dieses hier und dieses hier. Und ich nehme die mal und werfe die jetzt hier in so ein DAM-System rein. Und Media Upload, das ist so eine Art Briefkasten. Da landen die jetzt irgendwo in so einem DAM-Ordner und sind da drinnen. Und zwar unter My Uploads sind die jetzt da. Man sieht ja sehr schön, dass wir diese Bilder sofort analysieren können. Sie sehen da auf der rechten Seite sind jetzt Metadaten über AI extrahiert worden. Ja, ob die jetzt gut passen oder nicht, sei dahingestellt. Aber wenn ich zum Beispiel nach Sky und Mountain und Snow suche, würde ich dieses Bild schon finden. Ob ich nach Hiking Equipment suchen würde, weiß ich nicht, aber das spielt ja auch keine Rolle. Für die Suche ist das vollkommen richtig. Und dass das der Nunatak ist, kann ich mal raten. Sowas weiß künstliche Intelligenz. Disclaimer, das sind natürlich nicht wir, die so intelligent sind, sondern Google. Wir schicken also die an Google Images oder Google Vision, heißt der Webservice, und nehmen diese Metadaten mit. So ein Bild übrigens wird jetzt von Google sogar noch weiter verschlagwortet. Ich sehe hier zum Beispiel, dass da auch ein Gesicht erkannt wurde. Das ist so ein Crop Node. Ich habe hier auch Vorschläge bekommen. Wie würde Google denn Ausschnitte herausnehmen aus so einem Bild? Wenn ich zum Beispiel jetzt ein Hochkantbild brauche oder ein quadratisches Bild, würde ich den jetzt hier aus der Mitte rausnehmen oder würde ich den vielleicht doch besser aus dem Bereich, wo der Mann ist, herausnehmen? Ja? Außerdem haben wir das jetzt nicht nur im Englischen, sondern auch im Deutschen. Verschneiter Bergsteiger, Himmel, Berg, Schnee. Im Französischen habe ich es nicht, weiß nicht eingestellt, ist wahrscheinlich für die zwei Sprachen haben wir es gleich mit übersetzt. Das Bild ist zusätzlich vielleicht auch jetzt bei Cloudinary geparkt. Cloudinary ist ein Content Delivery Network, ähnlich wie Cloudflare oder wie Amazon S3. Dieses Bild kann also jetzt hier weltweit über rest2cloudinary.com auch verwendet werden. Alternativ auch bei Amazon S3. Natürlich würde man nicht beides machen. Das ist hier eine Demo-Umgebung. Ist dieses Bild jetzt auch auf der Amazon AWS Cloud in einem S3-Bucket gespeichert. Aber wie kommen wir in die InDesign-Welt rein? Dazu mal ein Blick hier auf die CC Libraries. Da sind die Bilder nämlich jetzt auch angekommen, weil wir auch einen Synchronisationskonnektor haben, der ContentSurf MAM Volumes verbinden kann mit den Creative Cloud Libraries. Das heißt, ich könnte jetzt hierher gehen und so ein Bild platzieren. Die Links, die dabei entstehen, wenn ich hier mal auf Edit gehe, sind jetzt Links nicht auf unseren Webserver, sondern gehen jetzt in die Amazon Creative Cloud. Das heißt, ich kann das Bild wahlweise auch einfach mal mit rechts anklicken und sagen Bearbeiten. Dann kommt diese Libraries-Palette in Photoshop auch hoch. Ich bin jetzt kein Photoshop-Gott, aber soweit habe ich es mal geübt. Man kann den hier Content Aware selecten und dann auch Content Aware ausschneiden. Naja. Dafür haben wir ja auch in Vietnam noch die Grafiker. Die machen das noch besser. Aber ich kann das Ganze hier wieder abspeichern und bin in InDesign, wo bin ich in InDesign? Hier, sogar schon mit dem platzierten Bild wieder aktuell.
Also hier spielt sehr schön Content Surf MAM, InDesign Builder, Photoshop, alle schön zusammen. Okay, also so mit solchen Methoden kann man die Bildproblematik angehen und in der InDesign-Welt ganz gut überleben. Okay, schauen wir uns mal die nächste Baustelle an. Automatisierte Dokumente. Und da ist jetzt InDesign nicht so wirklich dankbar. Wir haben viele Projekte gemacht in der Vergangenheit und wir hatten eigentlich immer Angst vor dem Moment, wo er sagt, ich muss jetzt automatisch per Knopfdruck für alle meine Produkte Datensheets erzeugen in all meinen Sprachen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel aus der Praxis, was der Kunde sich da vorstellt. Und zwar die Firma Jungheinrich hat hier solche Dokumente, die eigentlich schon so ein bisschen nach Akzidenzsatz aussehen, aber dann irgendwie ganz böse. Vielleicht kommen da noch so Tabellen oder hier so ein Price Sheet. Ja. Hubgerüst, Varianten, Gabel, Zinken, Varianten, Varianten, Varianten. Also wer will sowas in InDesign setzen? Ja. Und vor allem vielleicht über 10.000 Produkte in 26 Sprachen. Ja, und zwar bis nächste Woche, wenn der Webshop online geht. Das will kein Mensch. Muss man auch nicht, aber mit InDesign ist sowas schwierig. Ich bin mir sicher, Werk 2 und Horst Huber hat da eine Lösung für, aber wir kennen sie nicht. Und deswegen haben wir eine zweite Rendering Engine entwickelt. Das sind die sogenannten ContentSurf Smart Documents. Und dieses Dokument, das Sie hier sehen, ist auch ein solches ContentSurf Smart Document. Das wurde in dem Projekt entwickelt und kommt tatsächlich jetzt so aus diesem Projekt auch raus. Und das schauen wir uns jetzt mal an, wie man zu solchen Smart Documents kommt. Wichtiger ist für uns, InDesign darf da kein Kriterium sein. Das heißt, wir müssen nicht warten, bis der Grafiker morgens zurückkommt, sondern das muss automatisiert ermöglicht sein. Wenn ich also so ein Produkt habe wie dieses hier, möchte ich hier mit einem Klick ein Smart Document Export ansteuern können und habe jetzt hier verschiedene Templates oder genau genommen Smart Presets, wie die heißen. Ich nehme mal hier so ein PDF und sage, okay, mach mir das Dokument. Und ich bin ja sehr schnell in der Lage, dann so ein Dokument zu erzeugen. Natürlich, man sieht dem schon an, das ist automatisiert gesetzt. Ja. Aber mit Seitenumbruch, Seite 3 von 12, mit eingebetteten Bildern und in der Praxis, wie Sie da sehen, können die durchaus auch sehr ansehnlich sein. Und die kann man jetzt automatisiert erzeugen. Dazu braucht man ein Smart Template. Und diese Smart Templates entstehen auch nicht in InDesign, sondern die entstehen jetzt hier in den Systemeinstellungen von ContentSurf. Hier kommen die Smart Documents her, hier sind die Presets. Und da habe ich zum Beispiel jetzt mein Default Preset, das ich jetzt hier gerade verwendet habe. Das heißt, das kann ich hier schön konfigurieren. Wo möchte ich die Links hinsetzen? Wenn ich ein PDF habe, kriege ich sogar PDF-Optionen dabei. Ja. Möchte ich irgendwie RGB oder CMYK-Farbraum die Bilder platzieren? Wie viel DPI sollen die Bilder haben? Welche PDF-Version möchte ich erzeugen? Möchte ich vielleicht ein Passwort vergeben? Und dann kann ich ganz viel einstellen, welche Attribute sollen für das Bild verwendet werden. Möchte ich die Varianten und Referenzen einbetten und so weiter. Das ist die Preset-Ebene. Und damit so ein Preset dann auch tatsächlich was machen kann, brauche ich die Template-Ebene. Und die zeige ich Ihnen jetzt auch mal, auch wenn es keinen interessiert. Doch. Also, die werden gemacht, wie eine HTML-Webseite gemacht wird heutzutage. Das heißt, man hat irgendwie HTML-Strukturen für die Gliederung. Ich habe teilweise dynamische Anteile, wenn ich Dinge irgendwie dynamisch brauche.
und ich habe die Formatierung über Cascading Style Sheets. Jetzt weiß jeder, der schon mal Style Sheets für Webseiten gemacht hat, dass die mit einem gedruckten Dokument recht wenig zu tun haben. Was ist mit Seitenumbrüchen? Ja? Nehme ich den Absatz hinter einer Überschrift jetzt noch mit oder breche ich die Überschrift mit dem Absatz um? Problem kennen Sie. Das kann ich alles in CSS definieren. Vielleicht nicht im Standard-CSS, sondern in solchen Erweiterungen des Renderers. Wir verwenden da zum Beispiel den PDF-Reactor und die haben dann irgendwie .ro, ro-Doppelpunkt, Erweiterungen zum Standard-CSS-Format und können damit fantastische Sachen machen. Zum Beispiel auch Textrahmen mit Überlauf. Also ich habe zwei Textrahmen und wenn der eine überläuft im Französischen, weil die mal wieder zu viel Text haben, dann läuft der in dem anderen Textrahmen weiter. Ja. Das sind Methoden, die man heute auch wunderbar mit solchen automatisierten Renderern dann machen kann. Und dieser Renderer erzeugt dann ein PDF-Dokument. Dieses PDF-Dokument kann ich dann auch vielleicht im Rahmen eines Workflows automatisiert erzeugen. Dazu machen wir mal ein Spiel mit diesem tollen Bike. Das war das Spiel. Ich habe also eine Änderung gemacht und gehe jetzt über eine Workflow-Aktion, das sind solche Content-Surf-Workflow-Aktionen, weiter und sage, ich möchte mich darauf verlassen können, einfach im Rahmen des Workflows, dass wenn ich so ein Dokument freigebe, so schaut so ein Content-Surf-Workflow aus, dass dieses Dokument dann halt erstellt wird. Ja? Und dann soll es auch gleich im MAM abgelegt werden und dann möchte ich auch gleich, dass es irgendwo verknüpft wird mit meinem Produkt. Bei Additional Media, irgendwo hatten wir es, glaube ich. Sieht man hier, also ist ein Datasheet entstanden und hängt dann an dem Produkt dran und ich kann immer mich darauf verlassen, dass die Dokumente einfach da sind. Diese Dokumente können übrigens auch dann nicht nur PDF sein, sondern auch HTML, gleiches Template, hier eingebettet in eine HTML-Editor-Oberfläche oder vielleicht gleiches Template eingebettet in eine Content-Surf-Suche. Also ich kann hier auch in so einem Suchportal vielleicht mal nach einem Fahrrad suchen, vielleicht ein Fahrrad in grün oder Größe XY. Und habe hier dann so ein Fahrrad, klicke da einfach drauf und habe sofort wieder ein Datenblatt jetzt als HTML generiert, das ich so Kunden geben kann. Okay, damit haben wir einen Vorteil erreicht. Die Dokumente können automatisiert werden, aber wir haben zwei Nachteile. Der erste Nachteil ist, das Template muss ich jetzt programmieren. Ja, ist doof, ist aber so. Dafür habe ich extreme Dynamik in meinem Template. Ich kann also sagen, du bist doch Großhändler und du bist Endverbraucher, also kriegst du den Großhandelspreis und du den Endverbraucherpreis. Ich muss es ja ohnehin jetzt generieren. Ich weiß, wer ist der Anforderer. Ich kann auf alle möglichen Dynamiken damit Rücksicht nehmen. Ich kann sagen, ach, du bist gar kein Fahrrad, du bist ein Einkaufswagen oder du bist eine Klobürste. Dann hast du natürlich andere Attribute. Tue ich mir im Templating natürlich extrem leicht, weil ich dynamisch entscheiden kann, welche Informationen packe ich da jetzt mit rein. Ja? Bis hin zu mal folgendem Beispiel. So eine Preview, wo ich sage, okay, das ist das Fahrrad, aber ich habe Personas und diese Personas haben vielleicht Tags und die Informationen, die ich diesen Personas dann anzeige, haben auch Tags. Und wenn ich das richtig zusammenbringe, ich glaube, wir haben das bei den TVs mal sauber durchkonfiguriert, dann habe ich vielleicht tatsächlich auch andere Darstellungen. Das ist jetzt hier so eine Preview, eine Persona-Context-Preview, wo ich sagen kann, die Azumi mit ihrer High Education und ihrem Vegetarian Lifestyle möchte vielleicht die Informationen anders dargeboten bekommen, wie hier der Frank mit seinem Middle Income und seinem Casual Fashion Style. Ja. Das ist der Vorteil von solchen Smart Documents. Der zweite Nachteil ist der, ich kriege kein offenes Dokument raus. Ich kriege also nicht ein offenes InDesign-Dokument, wo ich sagen kann, ja schön, da machen wir noch ein bisschen jetzt hier
ein bisschen rum und da haben wir ein bisschen Text und da haben wir ein bisschen Freiraum und das Bild ist transparent, da kann ich das noch mit reinschieben. Das geht dann halt nicht mehr, weil ich habe ein PDF-Dokument. Ja? Aber auch dafür haben wir uns bei ContentSurf was ausgedacht. Und zwar können wir auch Word-Documents rendern, Excel-Documents und Word-Documents und können Excel und Word auch als Template nehmen. Wie sieht sowas aus? Ich nehme hier wieder dieses Produkt und sage, vielleicht schauen wir uns das Template erstmal an. Ich brauche ein Dokumententemplate wie für ein Angebot. Das sieht vielleicht so aus, wo ich sage, ich habe jetzt Parameter, die ich mit solchen Tokens hier einbauen kann. Das sind vielleicht die Tokens wie Dollar, Label. Dollar geht gegen das gerenderte Produkt. Also hier soll der Name des Produkts erscheinen, hier soll der Teaser erscheinen. Dann habe ich vielleicht andere Funktionen, die stehen nicht am Produkt, das ist der heutige Tag. Da brauche ich vielleicht eine Funktion, einen Funktionsbaustein. Und dann habe ich wiederum andere Funktionen, wie diese hier zum Beispiel, die kommen aus dem Rendering-Kontext heraus. Ich möchte ein Angebot schreiben an eine bestimmte Person, die ich jetzt festlege. Also nicht der Entwickler sagt, wer ist das, geht ja nicht. Nicht das Produkt sagt das, weil das Produkt wird vielen Leuten angeboten, sondern der Rendering-Kontext. Ich sage das, wenn ich es rendere. Und so ein Template, das kann natürlich jetzt jeder Business-User, jeder Office-User erstellen. Ja, man muss nicht einmal wissen, wie diese Tokens heißen oder wie man da drankommt. Aber dann kann ich hergehen und kann sagen, mach mir doch ein Word-Offer. Bei den More-Options kann ich jetzt dann einstellen, zum Beispiel welches Template, das war dieses Offer-DocX, das wir gerade gesehen haben. Ich habe aber auch jetzt diese Parameter wie Receiver Name, Receiver Company und so weiter. Das sind diese Tokens, die wir hier einbauen. Die kann man einfach einbauen und sobald wir die finden, bieten wir das als Kontext hier mit an. Und schicken das mal an Horst Huber. Und rauskommt ein Dokument an Horst Huber mit Produkt. Content auf der einen Seite, Funktionsbaustein, heute ist der 5.10., korrekt, und Rendering-Kontext an Horst Huber, ContentSurf, nicht ganz korrekt, soll das Dokument gehen. Und ich kann es dann auch noch nachbearbeiten und sagen, okay, den Horst Huber, den kenne ich, schreibe ich rein, hallo Horst, und habe auch dieses Problem gelöst. Ja? Nachteil natürlich, ich habe ein Word-Dokument und kein in InDesign gesetztes InDesign-PDF. Es gibt dann doch immer wieder keinen Vorteil ohne Nachteil. Gut, das war mal so ein Beispiel von einem Smart-Document in die Microsoft-Welt. Übrigens, das Ganze kann ich auch mit Excel machen. Rauskommt dann halt eine Excel-Datei. Da ist sie. Excel hat auch seine Vor- und Nachteile. Ja, aber man kann sich vorstellen, das Template ist hier ganz ähnlich gebaut. Ich habe im Prinzip die Freiheit, jetzt in Excel Dinge zu gestalten, strukturiert vorzugeben. Ist natürlich nicht für den Endverbraucher, sondern mehr für den Typ in der Warenabfertigung etc. in der Halle, der sich irgendwie ein Datasheet runterlädt. Aber auch hier Vorteil, ich kann das Dokument in Excel templaten. Gut, das bringt mich zum letzten Teil. Wir haben uns jetzt angeschaut, wie Automated Documents erstellt werden können. Jetzt gibt es noch die dritte Welt, das sind die Office Documents, die ich selber kreativ erstellen möchte. Wir haben gesehen, wie wir sie per Push automatisiert erzeugen können. Aber es gibt auch diejenigen, die in so einem Office-Client sitzen, zum Beispiel jetzt gerade eine PowerPoint erarbeiten und sagen, ich brauche Bildmaterial, ich brauche PowerPoint-Vorlagen und das muss ich jetzt kreativ selber zusammenstellen können. Und das sieht dann so aus, na, ich habe ja eine PowerPoint-Datei hier offen. Na, also ich bin im Prinzip jetzt hier in diesem Bereich, füge eine neue Folie ein. Wie geht das? Duplizieren, löschen, füge eine neue Folie ein und jetzt möchte ich auf Daten zugreifen können. Und da gibt es jetzt auch bei ContentSurf Add-ins,
wie dieses hier auf der rechten Seite. Damit kann ich jetzt auf meine MAM-Welt zum Beispiel zugreifen. Ich habe hier verschiedene Bibliotheken. Sie kennen vielleicht die ContentServe CI-Welt. Das ist übrigens unsere ContentServe Bildwelt, mit der wir da arbeiten. Die kommen direkt online jetzt aus dem Internet über mpcontentserve.com/search. Das ist frei zugänglich. Da kann jeder, der ContentServe CI haben will, kann sich das hier runterladen. Das ist unser Bildportal. Da habe ich dann vielleicht einen Suchbereich mit diesen Primary Images. Vielleicht suche ich irgendjemanden, der dann noch ein bisschen lächelt. Einen Bart hat. Ja. Also alle, die lächeln und vielleicht noch jemand, der dazu noch eine Brille trägt. Habe ich also eine wunderbare Bilddatenbank. Und diese Bilder kann ich eins zu eins hier auf der rechten Seite in meinem Add-in auch finden. Sie sehen diese Primary Images, Second Level Images, das sind genau diese Suchshares. Und auch da kann ich dann nach Beard und Smile und Glasses suchen und habe genau dasselbe Suchergebnis hier, mit dem ich dann arbeiten kann. Da kann ich übrigens auch auf diese Sales Tools zugreifen. Da haben wir einfach PowerPoint hinterlegt. Und so eine PowerPoint-Datei wie dieses Template hier hat jetzt viele Seiten. Sie sehen, da gibt es verschiedenste Vorlagen bei uns, auch Kundenreferenzen etc. Das hat irgendwann unser Marketing mal zusammengestellt und einfach in so ein MAM hochgeladen. Und ich kann jetzt hier einfach hergehen und kann mir die Dinge rausgreifen, mit denen ich arbeiten will. Die werden dann als lebende PowerPoint-Dateien in mein Dokument eingefügt. Und ich kann dann hier losarbeiten. Oh, jetzt habe ich ganz viel eingefügt. Und kann dann hier losarbeiten und mit PowerPoint arbeiten, immer im Zugriff auf meine Vorlagen, Bilder etc. Das Ganze geht auch für Microsoft Word und für Microsoft Excel. Fragen dazu soweit? Vielen Dank fürs Zuhören erstmal. Dann sind wir jetzt soweit fertig. Danke. Gibt es irgendwelche Fragen, Anregungen aus der Praxis? Oder traut sich keiner? Keiner da, eine Dame traut sich. Sie sind mutig. Eine Frage habe ich. Ja. Sie hatten vorhin die Verbindung zwischen Cloudinary und den Creative Cloud Libraries gezeigt. Dann gibt es die gleiche Verbindung auch mit dem S3. Zu den Libraries nicht. Ich habe gezeigt, wie ich ein Bild hochlade und das wird über einen Hotfolder automatisch abgelegt in Cloudinary. Und dasselbe gibt es auch für S3, neuerdings seit ungefähr 2 Wochen. Das ist ein neuer Connector von uns, Amazon S3. Und dann landet jedes Bild auch in so einem S3-Bucket und wir nehmen die URL zurück ins ContentServe und man kann diese URL dann im Shop zum Beispiel veröffentlichen, damit der HTTP-Traffic nicht auf die ContentServe-MAM-Server geht. Und der dritte Connector, das ist der, den Sie gesehen haben, ist die Verbindung in die Creative Cloud Libraries. Das sind 3 unabhängige Konnektoren, die man aber alle gleichzeitig über so ein Eventverfahren als Listener registrieren kann und die sind parallel gelaufen. Deswegen ist es jetzt in verschiedensten Töpfen aufgetaucht. Genau. Wenn sonst keine Fragen, komme ich davon. Und dann möchten wir uns von Werk 2 mich auch ganz herzlich bedanken für den Vortrag. Und das ist einmal für Sie. Danke. Gut. Es freut mich übrigens, danke an Werk 2, dass es mir mal wieder ein Print Day gibt. Letztes Jahr ist ja ausgefallen. Ich finde diese Zusammenkünfte hier wirklich, wirklich wichtig und schön und ich freue mich sehr. Das ist wie so ein, wie hast du es genannt, Sven, Familientreffen. Ja. Ich kenne so viele hier. Es macht wirklich Spaß, auch mal wieder hier zu sein und die Leute zu sehen und sie zu sehen. Ja, hoffen wir, dass es so bleibt.